Wir machen jetzt was, das ich angekündigt habe. Und zwar mal, wenn wir jetzt noch eine kleine Demo, irgendwas, was ich hier habe, spielen. Da gibt es ja immer tolle Sachen. Guckt euch mal das zum Beispiel an. Ich werde es jetzt nicht spielen, weil ich es nicht verstanden habe. Es ist zu konfus, was dieses Spiel von mir will. Es soll eine Lebenssimulation sein, aber wie ihr seht, ist dieses Haus auf Spinnenbeinen und hier sind große Alien-Augen. Also, what's not to like? Wenn man es dann anmacht, fragt man sich, was habe ich hier gemacht? Warum habe ich mir überhaupt diese 5 Minuten Download gegönnt? Close to the Sun habe ich gestern gekauft. Oh, The Hotel. Das machen wir. Das machen wir. Wir spielen jetzt The Hotel. Das ist ein Spiel von 22. Es wurde mir gestern im Chat empfohlen. Es soll so eine Art Resident Evil Hommage sein. Die kommen ja A, immer gut an und machen auch, finde ich, zum Spielen Spaß, wenn sie eine gewisse ironische Komponente haben, was dieses Spiel wohl haben soll. Es ist eine Demo. Wenn es euch gefällt, auf YouTube, guckt es euch an, klickt und liked es hoch. Ist wirklich in dem Fall jetzt wichtig. Wenn das jetzt 3000 Klicks hat, werde ich es nicht weiterspielen. Ich erwarte, dass es, so wie alle Resident Evil Klone, schon so in die fünfstellige Richtung kommt und dann würde ich es auch weiterspielen. Ich muss es nämlich kaufen. Und das ist wichtig, Leute. Ab jetzt muss ich den Scheiß nämlich selbst bezahlen. Hä? Epic geht es nämlich leider nicht mehr gut finanziell und die haben euch zu viel Spiele geschenkt. Das kostet ja richtig Geld. Und deswegen sparen die jetzt an Influencern und deswegen kriege ich keine kostenlosen Keys mehr. Und das ist ein echtes Problem, weil Epic nämlich richtig cool ist und mir verdammt viele Keys gegeben hat. Und jetzt habe ich keine mehr. Jetzt muss ich die Scheiße selbst kaufen. Und wenn so ein Spiel 40 Euro kostet, das kriege ich mit dem Video nicht mal mehr rein. Versteht ihr das? Dann zahle ich für euer Entertainment. Ich! Umgekehrt wird ein Schuh draus. Okay, so genug davon. Wir spielen. Tutorial Alex oder Judy. Okay, wir spielen das Tutorial. Ich sehe schon. Kurz für euch zur Info. Alex und Judy spielt man dann im Spiel nacheinander. Das heißt, du spielst mit Alex erst alles durch und dann kriegst du nochmal seine Kollegin, die dann alles viel besser macht und viel schneller und dabei bessere Kommentare macht. Ganz sicher. Nee, also da ist dann halt alles ein bisschen anders, ne? Okay, ich mach mal laut. Ich bin sehr gespannt, wie das hier jetzt gleich alles funktioniert. Es ist schon sehr gute, trashige Resident Evil Mechanik. Es soll auch extra diese alte Panzersteuerung sein, ne? Das Rumrennen, das Absuchen der Items, der Umgebung einfach nur. Okay, vielleicht soll ich aber erstmal die Sachen, die sie mir beibringen wollen, machen. Vielleicht soll ich tatsächlich hier reinstechen. Ha! Warum auch immer! Ja gut, das ist ein Tutorial, ne? Ah, ich verstehe, was Sie mir erklären wollen. Schieben? Schieberätsel? Dann ist es kein Resident Evil. Erinnert etwas an Tormented Souls. Ja, es gibt ja echt einige. Ach, ich soll da hinschießen, ne? Es gibt wirklich einige coole Resident Evil-Klone. Da werde ich demnächst auch mal eine Woche machen. Nur mit Resident Evil-Klonen. Da habe ich auf jeden Fall auch schon eine Liste. Ihr könnt gerne mal noch mehr nennen. Dann werde ich die mal alle aufschreiben. Das kann ich immer mal gebrauchen. Das ist immer super. Tormented Souls. Und da waren noch so viele andere. Ich kriege sie gerade nicht alle zusammen. Aber für euch werde ich sie hier mal sammeln. Und dann irgendwann werden wir die mal alle spielen. Daymar haben wir leider den ersten Teil nicht weiterspielen können, weil die Safe Games durch ein Update weg waren. Und den neueren habe ich gespielt. Habe ihn aber nicht zu Ende gespielt, weil wir irgendwann an einem Punkt waren, wo es einfach nicht mehr weiterging. Und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wo wir da hängen geblieben sind. Aber ich schreibe es mal mit auf, weil tatsächlich, warum nicht, ne? Aber der alte Daymar, den werde ich wie gesagt nicht spielen können, weil da ist meine 4 Stunden Safe Games sind weg und sowas akzeptiere ich nicht. Dann ist das Spiel für mich auch gestorben. Safe Games nicht zu übernehmen bei Updates ist wirklich das Allerschlimmste, was du als Entwickler machen kannst, um deine Fans
oder potenzielle Käufer zu vergraulen. Das ist wirklich einfach nur noch dämlich. Aber ich bin sicher, es gab einen Grund, aber es ist dann halt eine Entwicklergeschichte so. Die haben. Ach komm, ernsthaft? Okay, ich dachte schon. American Arcadia habe ich natürlich angespielt. Hat leider auch ganz wenig Klicks, aber ich mag es sehr. Ist halt ein Film eigentlich, ne? Vielleicht machen wir auch mal ein Special über Filmspiele. Zwei Tage vorher. What does it mean that the stay is no longer available? We still have 2 days. Come on, fucking game. No! Up, up, up! Ah, come on. This has never happened to me. I will definitely leave a negative review. Tell him. He was our manager. We'll leave tomorrow morning. What? Why should we leave this paradise? They postponed the opening for 4 weeks and are no longer interested in our review? Ah, fuck it. We have 30 other hotels waiting for us. Let's see. Oh, that's not bad. Luxurious hotel by the sea, in a tourist resort. Just a stone's throw away from the center. I'm tired of all these luxurious and crowded hotels. Isn't there something more isolated? I want some quiet time. Let's see. Yeah, they sent us a request a couple weeks ago. It's located on a small island connected by a strip of land. It doesn't look particularly comfortable. It's okay. Let's go there. Okay, then. I'll give the confirmation to our manager. Tell him we're available tomorrow, too. Can you check the navigator, please? I have low signal. We should be close. Only a couple of miles to go, and then we should see the parking lot. Finally, an isolated and quiet hotel. We should also have the wellness center all to ourselves. Really? God, ja, Mann. Did you run over an animal? Yeah, let me go check. Der Klassiker, ne? Man fährt über den Zombie drüber, will ihm helfen und dann wird man angegriffen. There's nothing here. Maybe it ran away. Maybe we killed him? It'd still be on the road. Don't worry, nothing happened. Der arme Zombie, der hatte voll recht. Come on, Alex. Are you afraid of falling into the water? Well, honestly, I expected it to be a little more welcoming.
Oh, let's go and see. Und die hatten vorher so ein schönes Hotel. Warum überhaupt? Habt ihr euch keine Fotos angeguckt? Wer will denn da? Wer will denn da sein, statt am Pool? Push. Seems locked. Got it. Ah, a dining room. What a dreary place. It's a little scary. Hello? Anyone here? Good evening. I was waiting for you. Come in. Hi, can you call the porter for our luggage? There's no porter here anymore. It's just my husband and me. We have no staff. I'll take your baggage. Ah, nee, vielleicht, ich fasse das lieber selbst an. Can you tell us about our room? Sure. Check first from the window that the car is parked in the guest space. Kann sich nicht mal irgendwie einen Pulli und langärmeligen Pulli anziehen? Man, I can't see shit from here. You didn't bring any weapons with you, did you? Weapons? From what? Very good. Ja, ihr seid aber auch voll Idioten. Don't resist. It's worse. I can't breathe. Are you crazy? What do you want? Alter, voll den Chuck Norris Kick mit den hochhackigen. Like the whore you are. You'll die here. Es gibt eine schlechte Bewertung. Game of the Year, ich sag's jetzt. I call it now. What the fuck is this place? Judy? Where are you? Good evening, Alex. Oh, fuck! Look who woke up. I guess you were looking for Judy. She's hidden somewhere in the hotel. If you want to see her again, we have to play a little first. What do you think? Oh, you're all fucked up! I'm calling the police! How do you think you can call them? Phones have no signal and we are completely alone here. Back to us. On the chair in front of you, you will find some useful items. A gun, a knife, and a torch. As I said, I want to play with you. Imagine you're on a treasure hunt, where if you make a mistake, you die. Yeah, well, what if I come find you and just shoot your ass? Don't worry, I'll be looking for you. Have fun. Where the fuck did we go? I gotta find Judy and escape. Na, schon irgendwie, ja, hat schon was, ne? Schon irgendwie ganz cool in seiner Trashigkeit. Es ist schon echt gut gemacht. Sehr schwer, die Items zu erkennen. Ah. Ah, okay. Da ist aber viel Platz. Ja, lassen wir mal so. Ah, fürs Telefon natürlich. Speichern, ne? Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty. Warum geht es nicht? In schwarzem Bildschirm. Ich glaub's nicht. Ja, willkommen bei Simon Kretschmer. Haben Sie ein Spiel, das noch nicht ganz fertig ist? Haben Sie ein Spiel, bei dem Sie mal testen wollen, ob man das spielen kann? Dann schicken Sie es mir, geben Sie mir den Key, ich brauch's nicht bezahlen und Sie erfahren sehr schnell, wie scheiße ich es finde, dass Ihr Spiel einfach so mittendrin aufhört. Ah, okay, na dann. Was? Habe ich jetzt gespeichert? Okay. Okay. Simon, wann benutzt du wieder das Zauberklavier? Nein, das ist verboten worden. Das wurde mir vom Chat verboten. Und der Chat ist meine Welt. Wenn ich auch noch euch verliere, wen habe ich denn dann noch? Ich habe mir vorgenommen, erst wieder
das zu benutzen, wenn ich es wirklich kann. Weil es zu viele Leute gibt, die einfach meine Kunst nicht zu schätzen wissen. Und ich kann es ihnen nicht... Ich kann sie nicht überzeugen, dass sie meine Kunst anerkennen. Ich kann nur hoffen, dass ich über die Zeit überzeuge. Also ich werde es auf jeden Fall mal lernen. Ich habe schon ein, zwei neue Akkorde gelernt. There's nothing here. What the? Hey, are you okay? You need some help? Oh. Bisschen Haut wenn ich sehe. Seems to be dead. Augen auf. You're not human. What the hell are you? Ja, aus dem Fenster raus kicken. Nee? Ah, oh, das wäre so gut jetzt. Ja, ich wollte mal gucken, ne, wie das so ist mit dem Stechen. Ach, das kleine Knacken war er gerade. Ja, habt ihr das gehört? Knack, knack. Wie man, wenn man so im Wald über so alte, knorrige Äste läuft. Das war sein Ende. Wie ist dein Creator Code? Ah, ich vergesse den immer wieder. Ich kann es dir leider nicht sagen, wie mein Creator Code ist. Da musst du mal selbst gucken. Meine Sorge ist, was mache ich mit dem Schlüssel und wie kann ich die Badewanne leer machen? Wir alle wissen, dass in jeder Resident Evil Badewanne ein Item lauert. Die haben das hier sicher nicht umsonst gemacht. Ein ganzes Blut-Badewannenbad. Das kriegst du doch gar nicht hin. So viel Blut hat doch kein Mensch. Da brauchst du zwei oder drei Leute für. Very good, Alex. You already met the other hotel guests. What the fuck was that? I think that was Mr. Smith. He was our guest a few weeks ago, but he didn't like his stay very much. Keep going. You still have to visit the hotel. See you later. Es ist so schön trashig. Ich würde halt gerne wissen, warum, was sie da mit ihrem Zombie-Kopf vorhat. Also wie das so für sie laufen soll. Ich nehme jetzt vielleicht doch lieber wieder das Ding mit, weil ich offen gesagt Angst habe, dass ich hier zu schnell Energie verlieren. Okay. Obwohl ich nur eine Münze hatte, kann ich weiter speichern. Ja, genau, ne? 6 Liter pro Person. Badewanne sind so 40 Liter, ne? Oder? Kann man das so sagen? Ja, kann man ungefähr sagen. Also so, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, schon so knapp. Ja, also halt, ne, irgendwo zwischen 9 und 12 Leuten, würde ich sagen. Kommt auf die Badewanne an. Das ist so geil. Der linke Automat ist schon das Allerbeste. Der sollte in jedem Spiel vorhanden sein. Brauchen Sie einen Raketenwerfer, dann stecken Sie nun 185.000 Euro in kleinen Münzen in diesen Automaten. Okay, damit nicht. Da ist alles dabei, die Gatling Gun, irgendeine Laserknarre, eine komische bunte Call of Duty Waffe, riesen Elefantentöter und natürlich der Raketenwerfer. Was, eine Badewanne hat 150 Liter?
Ich dachte jetzt so 50 Liter, um ehrlich zu sein. 150, so viel? Nicht meine Badewanne. Okay, why not? Hello, the tables turned. To access the sewage area, you must proceed to the insertion of three spheres in a complex mechanism. We have to solve riddles just to go to work now. My shift today is until 6. See you tomorrow for lunch. Okay, drei Sachen irgendwo einlochen. Da links die Tür, das Feuer, die Stühle. Wir gehen einmal so lang. Oh, oh. The Master of Unlocking. Die Schaufel. Guckt sie euch an, wie sie durch den Boden glitscht. Ja, da kann man jetzt auch ein bisschen Munition sparen, oder? Oh! Okay, das konnte ja keiner ahnen. Oh, oh. Das war ein Fehler von mir, klar. Oh, Alter. Okay. Ah, es gibt sogar einen Quick Turn. Hä? Okay, wir waren jetzt draußen, sehen, dass wir da noch eine Karte brauchen und laufen deswegen jetzt erstmal hier weiter. Ja, was ist denn das für ein Bild? Okay, und hier ist ein Kreuzschlüssel nötig. Und ich wette, das Ding... Obwohl, das ist eine Treppe. Das könnte schon aufgehen. Nee, electronically locked. Access blocked due to excess CO2. Also da ist eine... Droht eine Kohlenmonoxidvergiftung. Aber da geht's ja hoch. Okay, dann nehmen wir erstmal die Bar. Warum ist hier mitten so eine... So ein Pipe? Mittendrin. Also Kreuz, König und von der anderen Seite. Die drei großen Verschließer in solchen Spielen. Don't open dead inside. Don't dead open inside. Ja, das ist lustig, weil das ist ja natürlich das Meme, ne, von Walking Dead. Don't dead open inside.
Aber da sieht man schon, wo es herkommt, die Entwickler und ihre Hommagen, ne? Es ist eine lustige kleine Nummer. Es sind halt, und da, die sind sogar stolz drauf, in der Anleitung sozusagen, es sind 80 Türen in diesem Hotel. Ich weiß es, weil sie es im Text schreiben. Und ich weiß nicht, ob dann auch 80 öffnenbare Türen sind oder ob die alle verschlossen sind. Das wäre natürlich auch möglich. Sie haben dann nicht gelogen. Doppel-Ass, Krone, Herz, Peak. Das müsst ihr euch immer merken. Das ist wirklich wichtig. Okay, wir gehen nochmal weiter. Hier muss doch noch irgendwas öffnen. Offenbare sein. Und schon sind wir wieder hier und haben nicht viel machen können. Geht nicht auf. Private, private. Brauche ich eine Karte für. Und hier oben bin ich jetzt einmal rumgelaufen. Ja, wir gehen trotzdem nochmal durch. Das geht natürlich nicht. Diese Dinger da sind auch komisch. Aber kann man nichts mitmachen. Ich muss ja leider den Rahmen... Oh, da kann ich noch hin. Nee, den haben wir auch schon probiert. Die geht auch nicht auf. Ja, hier ist auf jeden Fall einiges kaputt gegangen. Also finanziell scheint sich das nicht zu lohnen, Leute, die zahlende Kunden zu Zombies zu verwandeln. Okay, also hier oben ist nichts. Ich will es nur sicher gehen, ne? Und die linke Truhe geht auch nicht auf. Nee, okay. Keine Schubladen. Koffer da unten ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. Nee. Da ist noch eine Pillenbox. Die nehmen wir natürlich mit. Komm, nehmen wir der direkt mal welche. Ah, Strong und Light. Damage, Speed, Headshot. Ach, das sind nur die Werte. 86 von 100. Gucken, ob es vielleicht noch was gibt, was ich noch nicht gecheckt habe. Naus! Eine tolle Map. Da geht's nochmal raus. Ich gehe trotzdem noch einmal raus. Ich will ganz sicher gehen, dass wir hier alle Türen haben. Und dann aber geht's wieder zurück. Wo es wahrscheinlich weitergeht. Alles so irgendwie cool gemacht. Oh, ich glaube, da war wieder... War da eine Tür noch? Was ist das hier? Leuchten. Da, die meine ich. Ja! Oh, oh. Mehrere Zombies. Ah! Oh, der eine wollte gerade ausholen. Okay. Ich muss in die Ecke oder so. Ey! Ja, er hat gezeigt, was eine Harke ist. Das ist übrigens gut. Schöne Nahkampfgeschichten. Finde ich gut. Ja.
Oh, oh. Was? So eine unfaire Scheiße, wie der an ihm vorbeischießt. Er hat nämlich ein Auto-Ding. Er hat natürlich Auto-Aim und müsste eigentlich treffen. Oh, Shotgun. Ah, okay. Also die Schatteneffekte sind schön, die Lampe ist schön, hier die Flüssigkeiten da unten ist ganz schön, wie die so glänzen. Aber ab und zu sowas hier, warum ist das so neblig? Ja, okay, jetzt wird es wieder anders. Also ist schon nett gemacht. Hat auch ein paar Bugs, ein paar Fehlerchen. Wieder ein Kreuz. Okay, gut, dann haben wir das ja. Nehmen wir schnell das noch mit. Habt ihr nicht gesehen, ne? Ja, habt ihr nämlich nicht gesehen. Hab nur ich gesehen. Das ist die Außentür. Wir haben jetzt aber auch nichts. Wir haben die Vase. Oh. Broken on the top. Ein Jar. Haben wir noch den Coin. Und den Billardball. Ich wüsste auch nicht warum, ne? Ja, es war mal ein Versuch, aber das ist natürlich blöd. Oh, kurze Info, weil das vielleicht euch interessiert, ne? Ist ja auch schon ein Jahr altes Spiel. War nur ein Entwickler, der 3 Jahre dran gearbeitet hat. Wir wissen beide, deine Blondine ist längst ein Zombie, also setz dich ins Auto und hol die Polizei. Und lass die das machen, ne? Ja, finde ich auch. Aber da man ja am Ende, wenn man mit ihm durch ist, nochmal mit ihr spielen kann, könnte es natürlich sein, dass sie überlebt. Kann aber auch sein, dass immer der andere stirbt oder zum Zombie-Endboss wird oder so. So. Versuchen wir mit diesen Items irgendwie, versuchen wir was anzustellen. Broken on the top. Was heißt das? Was kann man damit anfangen? Simple black jar. It's a coin I've never seen before. Geht wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich eine Verwendung für die Vase gefunden. Wir nehmen mit der Vase eine Flüssigkeit auf und löschen das Feuer. Dazu gehe ich hier nochmal zurück. Vielleicht müssen wir ja wirklich Blut nehmen. Vielleicht ist es ja die Blutbadewanne. Und ich sag's jetzt schon mal, ich hoffe sehr, dass man, wenn ich das Spiel später mal kaufen sollte, dass ich dann diese Safe Games weiter benutzen kann. Da will ich hin. Ach komm! Vielleicht hier. Na gut, ich nehme an, sie wollen, dass ich es da mache. Aber ist doch Quatsch. Ist doch viel besser mit Blut. Blut wäre doch viel besser gewesen. Da
haben die eine Badewanne voller Blut. 150 Liter. Das sind 30 Menschen. Ernsthaft? 30 mehr? Ich kann es nicht glauben. Da muss ich mich gerade verrechnet haben. Ihr sagtet 150 Liter. Ein Mensch hat 5 Liter. 50 sind 10. 30? Wie kriegst du 30 Leute in diese Badewanne? Das klingt wie ein Rätsel. Okay. Mit der Vase machen wir nun das Feuer auf, kriegen den Schlüssel, kommen wieder ein bisschen weiter. Da. Ach nee, das Feuer ist ja hier. Ich dachte gerade, ich muss zurück. Nee, das Feuer ist ja hier. Nee, ist nicht hier. Hä? Moment. War das weiter oben? Da. Was für ein riesiger Raum. Man hätte auch reinpinkeln können. Geil, Crosskey. Nee, nee. Auf der anderen Seite war die Crown und hier müsste das Cross sein, aber ich dachte auch hier wäre ein Cross gewesen. Nee, ne, da war nur von hinten zu. Da nicht, da nicht. War es ein Cross? Das ist, finde ich, eine totale Hommage an die frühen Resident Evil 4 Third-Person-Szenen. Auch mit diesen wehenden Vorhängen. Fanden damals alle mega toll. Ist nie rausgekommen auf diese Art. Nur ähnlich. Fand ich auch sehr interessant. Sie haben es ja dann nochmal überarbeitet. Was blinkt, gehört uns. Der sieht komisch aus, ne? Der hat hier so... Sind das Tattoos oder ist der einfach vergammelt? Nein! Na gut, machen wir kurz noch. Ich weiß nicht wofür, aber warum nicht? Die Badewanne des kleinen Mannes. Natürlich ist da ein Schlüssel. Automatisch anvisiert, wissen wir ja mittlerweile, dann war es das. Hat er das nicht mitgenommen? Das ist ja lustig. Nicht genug Platz? Echt? Ich dachte, ich hätte frei gemacht. Okay. Ist okay. Kann man machen. Bisher ist das eine sehr schöne Demo. Thank you.
Okay, ist ein Crash-Test-Dummy. Okay, nicht genug Munition, das ist natürlich wieder ärgerlich. I'm very concerned about the behavior of the project managers. They're not following any kind of security protocol at this point, and this means that the data we are collecting cannot have scientific validity. Perhaps I should alert the Colonel and ask for his intervention. Geht es unter Umständen hier um Kampfdaten? Immer. Immer. Ja, wir haben jetzt 25 Jahre lang den Zombie-Virus untersucht und wir haben festgestellt, dass ein Schrotflintenschuss zum Kopf tödlichen Ausgang hat. Was? 20 Jahre lang habt ihr dafür gebraucht? Naja, wir haben auch noch andere Waffen, die funktionieren. Der Raketenwerfer, die Gatling Gun, Atombomben, Feuer. Hätte ich euch auch so sagen können. Schade. Okay, komm, ich habe eine Idee. Nimm das Wand. Also das ist wirklich die dümmste Karte. Okay, wir brauchen jetzt hier... Seems to be a key to open a locker. Der auch mal? Der kommt nicht mal. Das ist auch nichts. Okay. Okay, wir suchen einen Locker, also einen kleinen Spind. Ich kann mich hier erinnern, schon mal einen gesehen zu haben. Hier. Aber vielleicht kriege ich da die Karte, um hier runterzukommen. Und haben wir den Kreuzschlüssel? Haben wir gar nicht mehr, ne? Den haben wir nur einmal benutzt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hat das vielleicht mit dem CO2 was mit dem Feuer, also mit der Geschichte hier zu tun? Nein, ne? Naja. Ja, aber Kamine sind ja auch weder gesund noch sinnvoll. Aber das sah jetzt auch nicht so aus wie ein gefährlicher Kamin. Sie haben mir sogar das Shit weggeixt. Warum? Frage ich mich. Okay, hier ist nur der Bathroom. Hier ist kein Locker. Nee. Vielleicht. Das sind doch so locker, oder?
Eigentlich sollte das sowas sein. Okay, draußen waren wir, da links waren wir auch schon. Ich glaube, dieses Stockwerk sind wir durch. Ups. Hier ist von innen verschlossen. Hier ist mit dem Königsschlüssel verschlossen. Warum ist da in der Mitte einfach so ein riesiges Spiegelbullauge? Ich verstehe es nicht. Wann kommt mal wieder ein 24-Stunden-Stream? Ich habe noch nie einen 24-Stunden-Stream. Weil mir meine Gesundheit wichtiger ist als fucking Klicks. Nehme ich. Nein, Leute, 24-Stunden-Streams sind mega ungesund. Warum soll ich das machen? Wenn ihr mir was geben wollt, spenden wollt, abonnieren wollt, könnt ihr das auch so machen. Da muss ich euch nicht extra drauf auffordern. Und wenn ihr es nicht macht, ist es auch okay. Da, guck mal, jetzt ein Foto von sich, ein Gemälde von sich mit roten Augen. Aber haben Sie auch meine roten Augen gut gemalt? Ja, ich habe extra das Kaminrot genommen, das sticht wunderbar heraus. Gut, gut, das ist nämlich mein schönstes Feature, die roten glühenden Todesaugen. Hey! Wir waren oben. Oben waren keine Locker, okay. Wir waren hier und kommen nicht weiter. Wir waren draußen, aber auch nichts. Wir waren hier links draußen und hier drüben auch. Und nirgendwo etwas. Vielleicht bin ich ja irgendwie auf der Suche nach was Falschem. Ich muss nochmal hoch, es tut mir leid. Irgendwo habe ich noch was übersehen. Aber das hier kann es nicht sein. Zu... Ah, vielleicht hier in dieser Ecke nochmal. Ah, interessant. Dear Madam, having never seen her again, I report the interventions made for the security of the hotel. I modified the system of opening the main door as requested. Vielleicht ist das die Geschichte hier mit den drei Dingern, die man irgendwo machen muss. I installed a video scanning system in the room that you pointed out to me in the right wing of the hotel. Video scanning system in the room that you pointed out to me in the right wing of the hotel. Containment bars were clocked on the second floor of the hotel. In order to open them, you need to use the locket key you gave me. I will return next week to check the proper functioning and deliver the invoice. Okay. Containment Bars, die ich wahrscheinlich mit meinem Schlüssel aufschließen kann. Nee, hier schon! Und nur dafür? Ja, okay, hat noch ein bisschen mehr. Kannst ja auch schlafen während des 24-Stunden-Streams, nimmst Klicks mit und Gesundheit bleibt. Ja, aber ich habe eher das Gefühl, dass meine geistige Gesundheit schrumpft, wenn ich penne und mir Leute dabei zugucken und ich das für die Klicks mache. Ich glaube, dann ist man nicht mehr sehr weit davon entfernt, dass man sich vielleicht einweisen sollte. Wenn du es so nötig hast, dass du nicht mehr schlafen kannst, ohne Klicks zu kriegen, bist du fucking mediensüchtig. Streaming-süchtig. Hat Simon schon einmal gemacht? Habe ich nie gemacht. Nie. Never ever. Ich habe bei Haus an Haus aufgehört, weil die sich nicht daran gehalten haben, dass sie mir versprochen haben, dass ich schlafen kann. Und dann haben sie mich, einfach eine Drecksendung. Dann haben sie mich halt einfach nach 2 Stunden Schlaf geweckt und so getan, als wäre alles okay. Und dabei haben sie mich halt einfach vorher belogen. Ganz schlimme Geschichte. Würde ich nie wieder machen. Direkt danach gesagt, nie wieder mit mir. Genau wie Edem nach seiner ersten Runde. Scheint ein gutes Konzept zu sein, um Leute, um Gesellschafter bei der Firma zu behalten. Okay, den einen haben wir und ich gebe es jetzt fast auf, weil ich weiß nicht mehr, wo man noch was findet. Das ist ja auch nur der erste Stock, ne? Ich soll ja im zweiten gucken. Ich dachte, du hast da im Set gepennt, nicht nur 2 Stunden. Das, ja, versuch du mal im Set zu pennen, wenn es so fucking laut ist. Alle rumbrüllen, was ja auch okay ist, das Licht hell ist,
Nee. Also Leute, ganz im Ernst, das ist einfach saubescheuert. Schlafentzug ist nicht umsonst eine Foltermethode und ist ganz schlecht für euer Herz-Kreislauf-System. Schlafentzug, ihr könnt auch einfach zwei Packungen Kippen rauchen am Stück, ist wahrscheinlich ähnlich. Und das zu feiern ist einfach super dumm, meiner Ansicht nach. Aber was weiß ich denn schon? Okay. Nee. Ich weiß es nicht. Da vielleicht. Auch nicht, ne? Es sind ganz ein, zwei simple Sachen, die ich noch machen muss. Dann sind wir, glaube ich, schon weiter. Oh, ich muss ja erst nochmal hoch und die... Ja, oder ist das hier? Ich glaube, das ist hier. Erstmal meine Sachen abgeben. Was ich schon an geilen Sachen habe, ne? Die ganze geile Muni und so. Und nichts kann ich damit anfangen. Warum habe ich den Billardball? Und dieses Black Jar. Okay, wir suchen die Lockers weiter, ne? Wir lassen nicht locker, bevor wir die alle haben. Mach just for fun mal am Wochenende 36 Stunden durch. Soll ich mir Gedanken machen? Nö, also das ist wirklich, jeder kann das ja machen, wie er will. Das ist ja völlig in Ordnung. Als ich jung war, habe ich auch 3 Tage durchgemacht oder so. Aber ist es gesund? Auf gar keinen Fall. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich locker 30 Stunden bei Rocket Beans bei Game One gearbeitet habe, weil man halt bis in die Nacht schneidet. Erst spielst du ein, dann schneidest du, dann bereitest du alles vor für den Cutter am nächsten Tag. Dann kann der aber erst, also kommt der sehr früh schon um 10 und du bist um 6 Uhr fertig. Also bleibst du, dann schläfst du auf dem scheiß Holzboden von deiner dreckigen Cutterbude. Und wenn dann nicht der Cutter kommt, dann fängt der Tag erst an. Holla die Waldfee. Wie oft ging das dann 14 Stunden lang im Schnitt, nachdem man schon so 2 Tage hinter sich hatte? Nee, nie wieder. Never again. Lasst euch nicht verarschen, begeht keinen Raubbau an eurem Körper. Das machen viele junge Leute und dann merken sie später, dass das irgendwann fast schon eine Mentalität geworden ist, sich kaputt zu machen für andere. Das ist das Dümmste und das Schlimmste eigentlich. Okay. Es ist echt schwer, ne? Es ist einfach echt schwer. Ich finde diese eine... Wenn ihr wisst, wo die ist, sagt's mir. Ich finde sie nicht. Ich wette, es ist nur noch diese eine Geschichte und dann... Aber es kann natürlich auch sein, dass wir einen schon aufgemacht haben und die anderen erst später kommen. Okay, vielleicht haben wir noch ein Feuer irgendwo gesehen, weil wir haben ja auch noch die Vase, aber... Nee, bringt gar nichts. Aber ist auch nicht überraschend, ne? Das ist das Toilettending wieder. Jemand hat gesagt, dass das hier oben so knarzt, könnte auch ein Hinweis auf irgendwas sein. Stimme ich dir zu? Ach, das ist ein Baum! Guckt euch das an, ich dachte die ganze Zeit, das ist irgendein Rohr, aber nur ein langer Baum. Auf den Baum oder so, ne? Irgendwie so klettern, so rausklettern. Leider nicht. Verstehe ich besonders, aber wenn es nicht dein eigener Laden ist, wenn man selbstständig ist, dann überlasse ich das demjenigen. Ja, es war ja in dem Moment noch nicht mein Laden, möchte ich hinzufügen. Lange noch nicht mein Laden. Rocket Beans wurde erst später gegründet, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. So. Ich glaube fast, ich komme hier nicht weiter. Und bevor ich dann weiter rumirre, würde ich dann auch aufhören mit dem Ding. Aber ich muss sagen, es ist sehr interessant. Es macht mir Spaß. Die hat sogar ein Foto von sich. Die hat ein Foto von sich auf ihrem Waffenautomaten.
Wo krieg ich sowas? Ach Mann, ey. Schieben kann man wirklich nicht? Ich muss nochmal gerade probieren. Das wäre natürlich eine interessante Entwicklung, wenn man schieben könnte. Nee. Okay, das hier haben wir uns auch schon angeguckt. Ich gehe trotzdem nochmal hin. Ah! Das ist eine Korde. Irgendwas, was wir noch nicht hatten. In die Laundry komme ich ja gar nicht rein, leider. Der Frontgarten da unten im Südwesten ist, brauche ich eine Karte für, so eine typische Anmeldekarte, so eine Security-Karte. Ha, lustig, genau in dem Moment. Ich weiß nicht, warum du keine Karte hast. Oh, never mind. Ja, ne? Das sagt nämlich gerade auch jemand. Mich lacht die Tasche auf dem Sofa an. Als ob die nicht irgendwas ist. Mach die doch mal auf, du weißt gar nicht, was da drin ist. Geheimnisvolle Akten, Munition, der Virus, um den alles geht. Okay, einmal versuche ich noch was völlig Blödes. Nee. Dachte, ich kann vielleicht, ne? Da einfach was reinwerfen und dann passiert was. Ich weiß ja, dass ich drei Sachen irgendwie irgendwo rein... fallen lassen muss oder so. Aber an dem Punkt sind wir, glaube ich, noch nicht. Das ist ein Speer, ne? So ein richtig krasser... Ja. Ein Walfängerspeer. Und das soll keine Waffe sein. Alles absuchen. Vielleicht ist hier noch was versteckt irgendwo. Vielleicht habe ich irgendwo noch was vergessen. Harpune. Stimmt, Harpune, so heißt das, ne? Allein, dass hier was kam, als man zurücklief, zeigt ja schon, dass das ein relevanter Raum ist. Okay, ich dachte gerade, es wäre eine... Sah aus wie ein Video, ne? Sag doch auch mal was. Man hat's gesehen beim ersten Mal. Sagt der, der mir nichts gesagt hat. Da ist es wieder. Also ich hab's ja gesagt, aber jeder ignoriert mich ja. Ja, dann frag dich mal, warum? Ist Simon heute gut drauf? Das brauchst du nie fragen, der Simon ist immer gut drauf. Wenn der Simon nicht gerade Ärger mit Rocket Beans hat oder wenn der Simon nicht gerade, hier, Fallen of the Legend of the Fallen Souls-like spielt, dann ist der gut drauf. Ich bin ein sehr gut drauf Mensch. Was? Ich hau dir gleich ein. Aber... Swipe card from a porter. It could be useful to access other parts of the hotel. Kombinieren will ich es nicht. Ich will es mir angucken eigentlich nur. Okay. Vielleicht geht's, wenn ich es 25 Mal mache. Nein, ich will es doch gar nicht. Ich stehe doch daneben.
Nein, niemand hat Ärger mit Rocket Beans. Rocket Beans. Rocket Beans. Ja, das ist ein Klassiker. Wenn ihr ihn nicht mehr kennt, dann seid ihr eben auch keine Fans der ersten Stunde. Okay, wir haben eine Karte, die uns halt null hilft, weil wir brauchen den Schlüssel. Aber vielleicht finden wir irgendwo eine andere Tür. Das muss ja möglich sein. Ja, da war halt auch kein anderes Ding, dass man mit so einer Magnetkarte... Vielleicht hier vorne noch... Nee. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das sah irgendwie interessant aus. Hier oben. Als wäre da irgendwas... was man benutzen könnte oder so. Nee, vielleicht... Nee, wegen Strom geht es wahrscheinlich nicht. Aber das hier hätte ja auch mit so einer Karte aufgehen können. Hab neulich erst die tolle Speedrun-Rubrik bei Rocket Beans gefunden. Ey, ja, vielen Dank. Das nehme ich gerne mit, weil das war damals echt eine Geschichte, die ich auch versucht habe, lange durchzudrücken, bis wir es dann endlich machen konnten. Und dass Speedrun-Dale bis heute so gut funktioniert, ist natürlich nur auf Sia und Gregor zurückzuführen. Aber ich war immerhin der, der den Shit durchgedrückt hat. Und den muss es auch geben. Die Karte. Gleich hier. Okay. Wir waren hier links nicht hoch, wir waren einen oben. Wir waren draußen. Wir haben die Karte sogar an der einen Stelle probiert, wo es eigentlich laufen müsste, wo man sie braucht. Hier vorne rechts waren wir jetzt auch schon oft genug. Gehen wir nochmal zurück. Grüße aus dem Maniac Forum. Ja, Grüße zurück. Freut mich immer wieder enorm, dass das noch existiert. Das ist wirklich wahrscheinlich... Also für mich ist es eines der wichtigsten Internetforen meiner persönlichen Games-Entwicklung gewesen. Okay, ich kann nicht mal speichern, weil ich keine Münzen mehr habe. In dem Fall Grüße gehen raus. Ach, da habe ich streiten gelernt. Ich werde es nie vergessen. Willst du ein Ranking deiner Top Games 23 machen? Ja, weil Leute auch immer wieder fragen. Ich habe nächste Woche mit Gregor einen sehr langen Rocket Beans Termin, wo wir genau das machen. Für den Plauschangriff. Auch an der Stelle gerne nochmal gesagt, der Plauschangriff, ne, wurde damals gegründet von Gregor, Buddy und mir für die Seite von Buddy und mir, GameOne.de. Wird auch gerne vergessen, dass wir die einfach so, dieses große Marke einfach so verschenkt haben. Wir sind halt schon cool. Wir müssten nur mehr drüber reden. So. Da ist wieder der Bathroom. Da hilft mir die Karte aber wirklich gar nicht. Und Laundry ist die Tür nicht auf. Jetzt habe ich schon die Karte. Und die geht immer noch nicht. Das ist doch nur noch schlimm. Nee, da war nicht viel mehr. Dann gehe ich nochmal raus. Geh mal ans Feuer. Ist ja leider kein Feuer mehr da, ne? Oder meintest du hier Feuer? War hier noch Feuer? Moment! Wenn hier Feuer wäre, habe ich ja Wasser zum Löschen. Irgendwie, diese Lampe irritiert mich. Ich denke mal, ich könnte damit was machen und die irgendwie kurz schließen oder so. Ne, kein Feuer hier. Kein Eingang da. Bar Stairs. Nee.
nehme an, das sind die Spas, der, oder die Spast-Airs. Die Spast-Airs, da sind sie. Wir dürfen sie aber leider nicht begehen. Irgendwie kann ich mit der Karte bestimmt diese blöde Geschichte hier aufmachen. Ich meine, ich weiß, das ist Quatsch, aber wir haben letztes Mal gelernt, dass man auch nach unten schießen kann. An so bestimmte Platten, aber das ist ein Teppich, ne? Hier passiert nichts. Aber irgendwie bin ich so verzweifelt, dass ich sogar schon anfange, jetzt auf den Bodenbelag zu schießen. Man kann es ja mal probieren. Du weißt ja nie, wie die Entwickler drauf sind, wie die denken. Ich muss dann nochmal mit dieses... Vielleicht ist da einfach kein Strom. Es kann vielleicht nur daran liegen, dass kein Strom ist. Diese Karte ist doch so wichtig. Hat keiner gesehen, ne? Wusstest du, dass Spa eine Abkürzung ist? Nee. Also ich weiß, wofür ein Spa steht, aber nicht, dass das eine Abkürzung ist. Für was soll das denn eine Abkürzung sein? Das würde mich mal interessieren. Komm, mach! Das Gemeine ist, dass die einem nicht sagen, warum? Warum ist denn der Access denied? Mann, kann man doch nur lieben. Na, dann sei aber vorsichtig, dass du nicht in die richtigen oder die falschen Reddits kommst oder auch Foren. Da gibt's auch andere Meinungen. So. Und wieder sind wir hier und nix ist. Ich gehe einmal durch, aber nur um zu wissen, wo wir nochmal rauskommen. Wahrscheinlich in der Haupthalle. Ja. Gesundheit durch Wasser. Steht das da? Sanus per Aquam. Ach so. Spa, ne? Ich dachte gerade, ihr habt hier was gesehen. Spa. Spa heißt Sanus per Aquam. Wusste ich nicht. Finde ich sehr interessant. So. Jemand sagt was Interessantes, da gehe ich nochmal kurz rein, gehe ich nochmal drauf ein. Oben auf der Etage ist ein Schrank, kann man da was machen mit dem Schlüssel? Etage, Schrank. Wäre ein Versuch wert, aber ich hab's fast aufgegeben, dass ich dieses Rätsel noch löse. Obwohl ich so viele Items habe, komme ich hier einfach nicht weiter. Aber dann gehe ich nochmal hoch und suche nochmal nach dem Schrank an der Wand rechte Seite. Den hier haben wir schon aufgemacht, wenn du den meintest. Da ist leider nicht viel drin. Da ist einfach nur ein bisschen Munition drin gewesen. Ist cool, aber hilft mir auch nicht jetzt so viel weiter. Okay, jetzt habe ich aber wirklich alles mir angeguckt. Ich zweifle daran, dass ich da jetzt noch irgendwie jetzt auf die Lösung komme. Ich eier hier rum und finde es halt nicht. Also es sind ja nicht so viele Räume. Also wir reden hier wirklich einfach von zwei Stockwerken und ein bisschen draußen. Und ich war jetzt überall mehrfach. Front Garden, dann ins Warehouse, in diesem Gang, da waren wir auch. Terrasse waren wir. Die Spast-Airs, da kommen wir nicht rein, weil die Lobby zu ist. Laundry ist auch zu. Tasche auf der Couch. Nein. Und ja.
ja. Manche meinten hier diese Stromkästen. Man kann die sogar aufmachen. Da war auch was drin. Allerdings nichts Wichtiges. Und man muss die Strom eh irgendwie anmachen. Also man muss eh dafür sorgen, dass Strom ist, damit die ganzen anderen Geschichten auch aktiviert werden. Das kennt man ja. Ne? Vielleicht ist die Demo aber auch, also so eine Art Softlock. Das könnte ja auch sein, ne? Dass die Demo gesoftlockt ist und einfach an der Stelle jetzt nicht weitergeht, weil diese Karte nicht funktioniert. Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit? Ich weiß es wirklich nicht. Es könnte gut sein, dass es am Ende darauf hinausläuft. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich spiele ja die Demo, aber eigentlich ist da doch am Ende auch irgendwo noch ein kleiner Trailer oder so. Irgendwas kommt immer am Ende. Aber es wäre ein lustiger Softlock-Ding. So, man kann sich übrigens nicht im Item ansehen. Man kann sich die Items nicht im Inventar ansehen. Also nicht so, wie man es gerne hätte. Jetzt habe ich wirklich alles 100-mal ausprobiert, oder? Wir können, glaube ich, an der Stelle aufhören und einfach akzeptieren, dass wir das jetzt hier nicht mehr lösen werden. Dann werde ich kurz noch abspeichern und dann hören wir das. Hören wir jetzt auf damit, würde ich sagen. Ich werde es mal irgendwann online nachgucken, was da jetzt eigentlich der Deal ist. Es kann nur ein dummer Bug sein, irgendeine kleine Sache. Eine Sache an der falschen Ecke nicht benutzt oder so. Aber ich finde jetzt weder für die Karten eine sinnvolle Verwendung, noch für diesen Schlüssel, den ich schon einmal benutzt habe. Und sonst habe ich nichts. Was soll ich mit dem Ball? Was soll ich mit dem schwarzen Glas? Und was soll ich mit noch einer Vase voller Wasser? Wahrsagen. Wahrsagen. Nein, nicht ganz. Eine letzte Sache noch. Leichten Kurzschluss, indem ich Wasser da drüber gieße. Nee. Okay. Ach so. Aber eigentlich brauche ich hier gar nicht mehr speichern. Ich habe ja schon gespeichert und neue Sachen sind nicht passiert. Im Bad brauchst du einen Schlüssel. Aber wo? Es kann auch sein, dass man einfach in irgendeinem dieser Räume nicht erkannt hat, was da eigentlich passiert. Aber also hier im Klo, in einem der Klos war ein Schlüssel. Ist jetzt aber nicht relevant hier. Das verwirrt mich immer noch, dass das Blut da nicht rausgeht. Das ist einfach eines Resident Evil unwürdig. Die Vase ist unzerstörbar. Ja, it's a simple sink. Let that sink in. Also, die Demo ist cool, die Vollversion gibt's, aber solange ich dieses Rätsel nicht gelöst habe, werde ich da keinen Cent für ausgeben, weil nee. Aber es ist ein gutes Spiel bisher. Ich weiß nicht, ob ich es weiterspiele. Ich mache es davon abhängig, ob ihr es gut findet, ob ihr vielleicht einen Tipp habt in den Kommentaren, wenn das dann auf YouTube kommt. Und ich mache es vor allen Dingen auch davon abhängig, ob wir irgendwann mal so eine kleine Resident Evil Klonreihe machen. Man könnte so schöne Animationen machen, ne? Wo immer so diese Resident Evil, diese Glasröhren, wo auch der Tyrant drin ist und dann ist da immer was anderes Schäbiges drin. Also aus jedem Spiel nimmst du eine schäbige Sache, die voll peinlich ist und packst sie dann in diese Dinger. Also bei Monofischl wäre ich das, stehe ich dann da drin. Und ja, und dann gucken wir mal, was wir davon spielen. Also so stelle ich mir das in meinem Kopf vor, ne? So die Trash Resident Evil Klon Woche. Und dann spielen wir aber die ganzen Sachen, die halt alle einfach nur simple Resident Evil Klone sind. Ich finde es gut, solche Rätsel aber. Also mein Problem ist, dass die meisten Fake Resident Evils schlechte Rätsel haben. Die Items sind so versteckt, dass man sie nicht sieht. Sie werden irgendwo random platziert. Es gibt oft gar keine richtige Kohärenz, Zusammenhänge, warum man was jetzt hat, wie man das benutzt. Ist okay, weil es ist ja von einer Person, aber auch eine Person kann sich gute Rätsel überlegen. Insofern hätte sie vielleicht eine zweite Person holen sollen, die das besser hinkriegt. Weil das ist super frustrierend, wenn man da rumläuft und dann passiert nichts und dann hast du denselben Raum 10-mal abgesucht. Streamer hassen das, Spieler hassen das, da ist kein Spaß drin, damit verlängerst du nur dein Spiel unnötig und am Ende sagen alle, naja, das hätte es nicht gebraucht, 7 von 10. Macht's einfach knackiger, Leute. Dann brauchst du auch nicht 3 Jahre für dein Spiel, sondern 1,5. Das ist so meine Meinung dazu. Es ist eine coole Geschichte. Aber ich für meinen Teil bin hier jetzt am Ende, weil es mich nervt. Da bin ich ehrlich.
Und dann brauche sowas brauche ich dann auch nicht. Wir haben ja gespeichert. In dem Sinne, kann es sein, dass es eine Demo ist, die einen Softlock hat, weil ich habe ja die Karte, nur sie wird nicht akzeptiert. Ich glaube, das ist der Softlock. Das ist ja dann noch schlimmer, die Demo nicht enden zu lassen. Noch mehr kann man seine Verkäufe nicht boykottieren. Muss ich echt sagen. Wenn das so ist, ganz schlechte Idee gewesen. Ganz schlechte Idee. Aber tolles Spiel. Hier ist die Demo. Also es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich läster über die Sachen, die ich scheiße finde, und ich lobe die Sachen, die ich gut finde. 20 Euro ist mir ein bisschen zu viel, aber ich muss sagen, die Demo an sich ist ganz cool. Also es hat was. Es hat definitiv was. Könnt ihr euch ja mal angucken hier. Ein paar Leute sagen, es ist nicht gut. Manche sagen wieder, es ist sehr gut. Man hat so einen Misch, aber die meisten sind eigentlich sehr happy. Das einzige Positive, was ich sagen kann zu diesem Spiel, ist, dass manche Cutscenes ganz lustig waren. Nein, ich finde es schon irgendwie nicht schlecht. Das war schon okay. Das ist auch lustig, Moment. But even if this gameplay was a 10 out of 10, it would still be completely ruined by the fact that the developer was in my Twitch chat for the 3 days I streamed this game nonstop backseating the game. Ja, das hätte ich gern mal gehabt. Das hätte jetzt mal gefehlt. Wo war denn der Entwickler, wenn man ihn braucht? Dabei finde ich das eigentlich gut. Der macht es nur richtig. Der Entwickler kümmert sich. So muss es eigentlich sein. Dass sich darüber jemand beschwert, muss ich sagen, ist schwierig. Weil ich weiß nicht, ob Astarion Simp jetzt einfach so viele Stream-Klicks kriegt, dass das in irgendeiner Hinsicht sein muss, sich da jetzt darüber zu beschweren, dass da ein Entwickler bei dir drin ist und deine Community nervt. Ich finde das schön, wenn ich das so lese. Ich finde das eine schöne Sache. Hätte nicht gedacht, dass es so geil ist, sagt Holly. Und sie alle haben knapp 7, 8, 9 Stunden gespielt. Das heißt, wir haben jetzt mit der Demo schon eine Stunde hinter uns. Nee, also ich würde das gerne weiterspielen. Ich würde es wirklich gerne weiterspielen. Ich weiß aber nicht, ob es dazu kommt. Ich werde es jetzt nicht versprechen. Das ist immer so ein Ding. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, sonst zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!